Wie geht man damit um, wenn plötzlich das Licht aus ist und man nie wieder sehen kann, von den einen auf den anderen Moment? Die Erblindung traf mich sehr, sehr hart und sehr unvorbereitet. Ich denke, das ist ganz, ganz wichtig, hier Patienten aufzufangen. Wenn es dich interessiert, wie es für Betroffene ist und wie sie mit ihrem Leben umgehen, bleib dran. Jeder von uns kennt ja die Situation, dass man komplett im Dunkeln eine Treppe runterlaufen muss. Man traut sich ja meistens gar nicht, die Treppe runterzulaufen. Nicht bevor man zumindest das Licht wieder anmacht. Nur für 1,5 Millionen Sehbehinderte und Blinde in Deutschland geht dieses Licht halt nicht einfach so wieder an. Und ich zum Beispiel habe schon mal ein Experiment gemacht, wo ich 24 Stunden in absoluter Dunkelheit gelebt habe. Und es war eine sehr, sehr, sehr extreme Erfahrung. Und ich war auch sehr, sehr froh, dass mein Licht einfach wieder angegangen ist. Wie das für die Menschen ist, die blind und sehbehindert sind, das schauen wir uns heute an. In Deutschland gilt man als sehbehindert, wenn man eine Sehkraft von unter 30% hat. Als hochgradig sehbehindert gilt man, wenn eine Sichtkraft unter 5% liegt. Als blind hingegen gilt man erst ab einer Sichtkraft von unter 2% oder wenn ein Sichtfeld unter 5 Grad ist. Laut dem DSBV erblinden jedes Jahr in Deutschland rund 10.000 Menschen. Aber wie bestreitet man eigentlich das Leben mit so einer Beeinträchtigung? Denn ich meine mal rein beruflich gesehen gibt es da, würde man erstmal meinen, schon klare Grenzen. Dinge, wo man sehen muss, zum Beispiel Maler, LKW-Fahrer oder all die anderen Bürojobs, wo man vielleicht vor dem Rechner sitzen muss, stelle ich mir erstmal sehr schwierig vor. Dass so vermeintlich widersprüchliche Sachen aber trotzdem funktionieren, das zeigt uns Tina Sorab, denn die ist blind und Make-up-Artistin. Das ist ja erstmal ein Widerspruch, weil wenn ich mir zum Beispiel vorstelle, ich müsste mich schminken und sehe mich nicht mal dabei, woher weiß ich dann, dass das Ganze sitzt? Wie machst du das genau? Make-up war schon immer eigentlich eine riesengroße Leidenschaft von mir. Gerade in der Zeit, als ich erblindet bin, war das natürlich so das Teenager-Alter, in dem halt auch meine Freundinnen angefangen haben, mit Make-up und Co. herum zu experimentieren. Und für mich war der wichtigste Punkt, dass ich darauf nicht verzichten wollte, nur weil ich das nicht sehen kann. Ich persönlich, ich kriege das nicht mehr hin, mich zu schminken, wenn ich mich sehe. Deswegen frage ich mich, wie machst du das denn genau? Ein ganz, ganz großer Vorteil ist für mich natürlich, dass ich eben noch gesehen habe und eben auch eine Vorstellung von meinem eigenen Aussehen habe, von Farben und Formen und so weiter. Und mittlerweile kann ich voller Stolz behaupten, dass ich mich eben so schminken kann und auch neue Sachen ausprobieren kann, ohne dass da wirklich noch mal jemand drüber schauen muss und kontrollieren muss. Du warst ja nicht immer blind, sondern du bist ja im Alter von 16 eher blind. Wie war das denn das Ganze für dich? Wie hast du es wahrgenommen? Ich habe von Geburt an eine Netzhauterkrankung und die Erblindung traf mich dann wirklich sehr, sehr hart und auch sehr unvorbereitet. Ich bin abends ganz normal schlafen gegangen und mitten in der Nacht bin ich dann aufgewacht, weil ich mir was zu trinken holen wollte. Und da habe ich dann einfach festgestellt, dass ich nichts mehr sehe, als ich das Licht im Flur anmachen wollte. Hast du das in dem Moment schon realisiert? Überhaupt nicht. Und ich war dann wirklich auch in einem Schockzustand, bis ich dann wirklich von den Ärzten bestätigt bekommen habe, dass ich jetzt wirklich blind bin. Ich wusste gar nicht, dass es sowas überhaupt geht. Also es war wirklich extrem schwer. Ich bin natürlich in der Zeit in ein sehr, sehr tiefes Loch gefallen. Und eine ganz große Motivation war dann auch, dass ich halt gesehen habe, wie andere blinde Menschen damit umgehen. Also ich musste ja dann auch die Schule wechseln und habe dann auch ganz andere Klassenkameraden und so gehabt. Und das war für mich dann einfach auch so ein Ansporn zu sehen, okay, wenn andere Menschen das können, dann musst du das ja auch irgendwie lernen können. Was ich noch viel, viel schöner finde, ist, dass du ja jetzt auch Tutorials machst, um dein Wissen auch weiterzugeben. Was bedeutet Make-up für dich? Du kannst dein Ergebnis nicht wirklich sehen. Make-up gibt mir das Gefühl, mich selbstbewusst zu fühlen, mich weiblich attraktiv zu fühlen, weil ich eben dann auch weiß, okay, ich habe mich jetzt zurecht gemacht. Man sieht jetzt nicht unbedingt jeden Pickel und jede Unreinheit und so weiter. Natürlich kann ich mich natürlich mit dem Endergebnis nicht im Spiegel sehen, aber das Feedback, was ich dann vielleicht von meinem Umfeld bekomme, sprich mein Mann zum Beispiel oder auch meine Freunde, ist einfach ein wunderschönes Erlebnis, dass ich dann nicht als die Blinde wahrgenommen werde, sondern eben als die ganz normale Frau, die heute ein besonders schönes Make-up hat. Bleib so stark, wie du bist und vor allem inspirier weiter Menschen da draußen. Das ist eine sehr, sehr, sehr starke Sache, die du da machst. Vielen Dank. Also ich muss echt sagen, das hat mich gerade ein bisschen kalt erwischt, dass es wirklich in dem Moment passiert ist, wie man sich eigentlich wünscht, dass es nie passieren kann. Und zwar genau in dem Moment, wo man einfach das Licht anmacht und es wird nie wieder
für dich angehen. Und umso stärker finde ich es einfach, wie sie mit dem ganzen Thema umgeht, dass sie sich nicht hat unterkriegen lassen, dass sie sogar darüber hinausgewachsen ist und gesagt hat, hey, ich folge meiner Passion, wie jeder andere Mensch auch. Und mit dem Gespräch mit ihr habe ich auf jeden Fall gemerkt, dass sie als Mensch, der keine Sehbehinderung hat, noch gar kein richtiges Bild wirklich davon hatte, wie das genau ist. Und genau deswegen spreche ich jetzt mit einer Expertin, mit einer Professorin der Uniklinik Köln. Erstmal herzlich willkommen, Frau Prof. Dr. Liakopoulos. Ich habe zu meinen Recherchen gelesen, dass laut Statistischem Bundesamt es knapp 75.000 blinde Menschen in Deutschland gibt. Was ist denn eine Ursache für Blindheit? In Deutschland sind die häufigsten Ursachen für Erblindung zum einen die altersabhängige Makuladegeneration, AMD, mit ungefähr 40% und aber auch der grüne Star, also das Glaukom, eine augendruckbedingte Erkrankung oder Netzhautschäden durch Diabetes. Hey, so Diabetes hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Ich habe in Recherchen auch noch gelesen, dass laut der WHO 75% aller Seherkrankungen vermieden werden könnten. Wie kann ich mir das denn vorstellen? Also diese Zahlen beziehen sich auf die Situation weltweit. Es ist besonders in Entwicklungsländern so, dass die Erblindung häufig eben durch Erkrankungen wie den grauen Star auftritt oder durch Hornhautnarben, durch Infektionen. Und das sind Krankheitsbilder, die in Deutschland ganz häufig früh erkannt werden und auch sehr gut behandelt werden können. Und woran würde ich jetzt erkennen zum Beispiel, dass ich so eine Seherkrankung habe oder sie sich vielleicht bei mir entwickelt? Also Sehverlust kann sich ganz unterschiedlich zeigen. Das kann zum Beispiel sein, dass ich zunehmend einen Grauschleier wahrnehme oder Schwierigkeiten habe, Farben zu sehen. Es kann auch sein, dass das Sehen verzerrt wirkt. Bei einigen Krankheitsbildern kommt es auch dazu, dass man einen Gesichtsfeldausfall wahrnimmt, also entweder in der Mitte oder aber auch von der Seite kommt oder Schwierigkeiten hat beim Sehen in Dämmerung. Manchmal können auch Blitze auftreten. Also es gibt ganz viele unterschiedliche mögliche Symptome. Gibt es denn irgendwelche Tipps von Ihnen, wie man so eine Seherkrankung vorbeugen kann? Ich denke mal, gerade mit den ganzen Displays ist es heutzutage nicht gerade förderlich. Also sicherlich die wichtigsten allgemeinen Empfehlungen sind zum einmal gesunde Ernährung und Verzicht auf Rauchen. Auch übermäßige UV-Belastung sollte vermieden werden. Regelmäßige augenärztliche Vorsorgeuntersuchungen ist wichtig wahrzunehmen, weil Augenärzte können Erkrankungen häufig schon ganz, ganz früh erkennen, auch noch bevor wirklich der Betroffene Beschwerden bemerkt. Wenn ich dann wirklich an so einer Seherkrankung erkrankt sein sollte, haben Sie vielleicht irgendwelche Tipps, wie man damit am besten umgehen könnte? Also meine persönliche Erfahrung ist es, dass gerade junge Menschen häufig besser mit so einer eingeschränkten Sehkraft zurechtkommen, weil sie einfach in die Situation hereinwachsen konnten. Bei Erwachsenen, wenn dort eine plötzliche oder unerwartete Erblindung auftritt, ist es häufiger schwierig. Ich denke, das ist ganz, ganz wichtig, hier Patienten aufzufangen und Hilfe und Unterstützung zu bieten. Ich empfehle meinen Patienten daher dann immer den Kontakt zu Verbänden und Selbsthilfegruppen. Vielen, vielen Dank für das sehr, sehr, sehr aufschlussreiche Gespräch und die ganzen Fakten, das ganze Wissen und vor allem auch für die ganzen Tipps. Ich denke, das ist eine sehr, sehr wichtige Aufklärung, die da mal passieren muss. Vielen Dank. Durchs Gespräch mit der Frau Professor Dr. Liakopoulos konnte ich das Ganze jetzt noch mal viel, viel besser wissenschaftlich einordnen. Es hat auch noch mal gezeigt, es gibt super viele verschiedene Ursachen für solche Krankheiten auch. Und es ist auch wichtig, was ich persönlich auch nicht auf dem Schirm hatte vorher, um ehrlich zu sein, dass man da Vorsorge macht. Das war's hier für diese Woche. Nächste Woche wird es aber richtig spannend. Da treffe ich nämlich Nina Ordenius. Sie ist seit Geburt an blind, hat trotzdem Italienisch und Französisch studiert, als Jahrgangsbeste abgeschlossen, macht gerade ein Volontariat beim Radio. Vor allem zeigt sie mir, wie sie blind durch ihren Alltag kommt und vor allem sich auch draußen auf der Straße blind zurechtfindet. Und ich sage euch jetzt schon mal, bei großen, verkehrsreichen Kreuzungen wird das lebensgefährlich. Wir sehen uns nächste Woche. Das Video wollt ihr echt nicht verpassen. Drückt deswegen den Abo-Button und bleibt gesund. Bis dann. Wenn du das Ding hier verpasst, dann hängst du vor der Bahn. Wie will man jetzt hier rüberkommen als blinder Mensch? Stopp, stopp, stopp. Ist schon rot. Das ist ja unmöglich. Das ist ja lebensgefährlich hier.